Und jetzt sind wir hier zu Part 10 von Final Fantasy 15. Ich muss sagen, ich hätte mir vielleicht eher andere Waffen holen sollen. Mir ist gerade aufgefallen, dass da ein Plus ist. Muss ich das vielleicht reparieren? Momentan nicht möglich. Okay. Komisch. Schön alles angucken. Alles, was wir hier sammeln können, ist wichtig. Imperiale Soldaten. Mit denen werden wir fertig. Da kannst du drauf wetten. Die Schonfrist ist abgelaufen. Endlich kriegen wir mal ein bisschen Erfahrungspunkte hier. Das ist doch schön. Dann geht's ein bisschen schneller. Da glitzert nichts. Also ist hier auch nichts zu finden. Ich bin total aufgeregt. Ich will nicht, dass der König tot ist. Nicht jetzt schon. Ich meine, es war ja klar, dass er irgendwann stirbt, aber jetzt? Das ging ja viel zu schnell. Es wird schon voll hart jetzt. Das ist voll unfair. Scharfschütze geht mir mega auf den Keks. Damit es schneller geht. Ich finde hier nichts Glitzerndes. Ist das normal? Kann es sein? Ist irgendwie doof oder nicht? Alter, die Schiffe sind ja übel. Ich bin mir ja sicher, dass wir sowas von drauf gehen. Ich hoffe mal, die Heilmittel reichen. Mal gucken. Rauf auf den Hügel. Von da sieht man die Stadt. Wer ist denn das da oben? Stirb einfach, du Bruder. Das sind also MI. Das sind seelenlose Krieger. Die kennen keine Angst, keine Gnade. Okay, der ist ein bisschen stärker. Jetzt sind wir schon bei Stufe 9 übrigens. Nur, dass ihr es wisst.
SDS, yeah. Waffen mit dem Symbol Plus können modifiziert werden. Schau zu diesem Zweck bei Sid in Hammerhead vorbei. Toll. Danke, dass du es mir jetzt erst sagst. Ist ja nett. Aha. Und schon habe ich eine bessere Waffe. Hier ist nichts Glitzerndes. Komisch, oder? Schon ärgerlich. So ein paar Supertränke hätten hier noch schon liegen können. Wurden im Zuge der jüngsten Ereignisse bei der Unterzeichnungszeremonie sämtliche Friedensgespräche zwischen Lucis und Niflheim eingestellt. Darüber hinaus ließ man aus Regierungskreisen verlauten, dass neben König Regis auch Kronprinz Noctis und die Kanagi, Prinzessin Luna Freya aus Tenebrae, verstorben. Lass an! Aber, okay. Lass es aus. Alter. Los. Wo seid ihr? Vor der Stadt. Wir kommen nicht rein. Klar. Was heißt hier klar? Gar nichts ist klar. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich? Mein Vater? Und Luna soll tot sein? Erklär mir das bitte. Ich mache mich sofort auf den Weg zu Sid. Das mit Regis stimmt leider. Alles Weitere erzähle ich dir dort. Setzt euch in Bewegung. Oh shit. Der General? Was sagt er? Wir sollen nach Hammerhead. Und Regis? Was? Wie wenig ist denn das? Kapitel 2 Ahnenforschung. Über Nacht ist die letzte lucische Bastion, die prächtige Hauptstadt Insomnia, gefallen. Noctis und seine Gefährten lassen ihre Heimat hinter sich, um in Hammerhead Antworten zu finden. Naja, gut, es ist ja klar, dass die gesagt haben, dass der Noctis tot ist, weil das sicher ist für ihn. Ich denke mir aber dann, wenn sie auch als tot gilt, ich denke mal, das ist die Prinzessin von Niflheim, soweit ich weiß, dann könnte man davon ausgehen, dass Niflheim nicht den Waffenstillstand bedrohen wollte, dass die im Endeffekt auch in die Falle getappt sind. Weil sonst würde man die Prinzessin ja nicht schützen wollen, weil ich gehe mal kaum davon aus, dass die Prinzessin auch tot ist, weil die ja bei dem Waffenstillstand gar nicht da war, weil wir ja zu ihr fahren sollten. Also, das ist jetzt so meine Vermutung. Aber was da genau abläuft, sehen wir jetzt dann.
Die Kraft der Könige. Die Königsgarde wurde sicherlich aufgelöst. Ja. Sonst würde Kor niemals Insomnia verlassen. Ich frage mich, wie es in Insomnia wohl zugeht. Sicher erfahren wir es bald übers Radio. Ja, sowas lässt sich nicht verheimlichen. Und was machen wir jetzt als nächstes? Als erstes geht's nach Hammerhead. Dann sehen wir weiter. Meine Schwester hat sich gemeldet. Sie ist mit anderen auf der Flucht nach Lestalum. Zum Glück geht's Iris gut. Ja. Glück hatte aber nicht jeder, wie es scheint. Wir sollten uns beeilen. Nocht wird nicht ewig tot bleiben. Zurück geht's nicht mehr. Aber vorwärts schon. Schon sind wir da. Los. Hey. Schön, euch zu sehen. Kein gutes Wetter für eine Spritztour, was? Fürwahr. Wo ist Kor? Er ist die Lage sondieren. Aber Großvater möchte mit euch reden. Gut. Er saß wie auf heißen Kohlen, weil er sich solche Sorgen um euch gemacht hat. Oh. Wieso kann ich denn mit allen jetzt auf einmal reden? Das waren echt verdammt viele Luftschiffe am Himmel. Die Verhandlungen sind also geplatzt, was? Gibt das jetzt wieder Krieg? Dann hätten sie sich den ganzen Zirkus echt sparen können. Sid, hier bin ich. Die Niffen hat uns auf den Kristall und den Ring der Luzis abgesehen. Das Friedensabkommen war also nur ein Vorwand. Das glaube ich nicht. Vater hat sich reinlegen lassen. Ach, Unsinn. Dein Vater wusste genau, wie der Hase läuft. Oder denkst du etwa, er hätte sie grundlos in die Stadt hineingelassen? So wie ich deinen Vater kenne, wollte er den Feind daheim bekämpfen. Doch, das hat nicht gereicht. Er hatte einfach nicht mehr genug Kraft in sich. Kor kann euch das alles sicher besser erklären. Ich weiß ja nicht einmal, wann ich Regis das letzte Mal gesehen habe. So lange ist das schon her. Ich würde gern das Bild besser ansehen. Wieso kann ich das Bild nicht genauer ansehen? Das ist voll mies. Ah, Mann. Das ist echt hart. Ich habe eine Nachricht von Kor für euch. Er sagt, er wartet am Königsgrab auf euch. Das Grab liegt nordwestlich von hier. Auf dem Weg gibt's eine Siedlung. Hört euch dort erstmal etwas um. Ich muss trotzdem mit ihm reden. Was habt ihr denn da Seltsames? Meinst du das hier? Das haben wir nach einem Kampf mit Imperialen gefunden. Eine insomnische Waffe? Wenn ich euch die etwas modifiziere, dann haut sie mehr rein. Modifi was? Modifizieren. Ah ja. Jetzt, wo Sydney sich um die Werkstatt kümmert, habe ich ja nicht viel zu tun. Die Einzelteile dafür müsst ihr aber auftreiben. Alles klar. Der Meistermechaniker. Dann werde ich die ablegen. All drei. Und die auch. Haben die auch solche? Nee.
Aber ich bin mal gespannt, ob ich mir so eine kaufen kann. Hoffe, es ist was für dich dabei. Ich kaufe jetzt kurz mal Ignis eine Waffe, weil die habe ich nämlich vergessen. Bis in Bälde. Vielleicht sollte ich... vielleicht hätte ich erstmal woanders hinreisen sollen. Und ihm die dann kaufen sollen. Mist. Hätte ich eigentlich vorher dran denken können. Für jedes Problem die richtige Lösung. Wir sind im Geschäft. Man sieht sich. Ja. Das sind die richtigen Teile. Den Rest mache ich. Probier die Waffe gleich aus. Wirst deinen Spaß dran haben. Du hast einen richtigen Blick für Kostbarkeiten entwickelt. Okay, bring mir die nötigen Teile dafür. Als Meistermechaniker wird, wie er einer ist, kann Sid Maschinen so modifizieren, dass sie ihr volles Potenzial entfalten. Wenn Noctis ihm ein verrostetes Metallstück besorgt, will Sid ihm die Motorklinge verbessern. Insomnische Waffen kann man von innen nicht ohne weiteres verstärken. Bei denen muss man stattdessen das Gehäuse... Wenn ich damit fertig bin, hältst du nicht... Bringt mir die Teile... Welche Teile brauche ich denn jetzt? Jetzt kann ich erstmal die Lanze anlegen. Welche Teile brauche ich? Motorklinge 2? Also mit... Aber was brauche ich denn dafür? Das finde ich ein bisschen doof. Wellen abgeschlossen. Cursor steuern. Da steht jetzt nicht dabei, was ich machen muss. Metallsplitter haben wir 4, wahrscheinlich braucht man 5. Gefunden habt. Eine Waffe kann nie genug Durchschlagskraft haben. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal noch hier hin. Ihr habt doch einen Wagen, oder nicht? Ja. Könntet ihr vielleicht damit was für mich besorgen? Wieso ausgerechnet wir? Naja, Sid meinte... Ja? Dass ich euch ruhig etwas einspannen soll, weil ihr hier erstmal festsitzt. Stimmt schon. Das ist eine gute Chance, die Gegend kennenzulernen. Wenn ihr ablehnt, ist das kein Weltuntergang. Aber wenn ihr mir helfen könntet, wäre das schön. Okay. Eine malerische Liefertour. Yeah. Oh. Mich würde halt mal interessieren. Da gibt es auf jeden Fall Fundstellen, die werde ich alle abchecken, weil da werden vielleicht der Ring der Lucis. Der Ring der Lucis ist eine Insignie des lucischen Königs. Er hat sicher keine Lust auf einen stinkfaulen König. Hä? Wieso ging denn das jetzt nicht? Ich würde gern hier hinfahren.
Ich würde mal interessieren, wo müssen wir dann... Sag mal, Nocht. Was ist? Ich hab irgendwie genug für heute. Können wir nicht da vorne ein Zimmer mieten? Nein. Nee, wir fahren weiter. Was? Du hast noch nicht genug? Ich brauch meinen Schönheitsschlaf. Ach, du bist doch schön genug. Oh, das sagst du doch nur so. Die Stadt ist sicherlich abgeriegelt. Wie wird das da drin wohl zugehen? Keine Ahnung. Ich kann auch nur raten. Wir müssen uns selbst überzeugen. Wir sind doch eh gleich da. Fragt sich nur wann. Ich fass nicht, dass der Kristall weg ist. Woher kam das? Einige Nebenaufgaben erfordern, dass du ein bestimmtes Areal absuchst. Wer braucht denn meine Hilfe? Vor allem, wie stark ist denn das? Komme ich jetzt nicht so ganz mit. Der schickt mich doch nur wieder dahin, oder? Vielleicht müssen wir weiterfahren, aber da oben ist es sicher. Na toll. Ja, komm, heul doch rum. Nacht. Nachts ist es zu gefährlich. Ich fahr doch jetzt dahin. Was ist denn los? Es ist zu gefährlich. Ich kann dir zwar nichts verbieten, aber überleg es dir gut. Wir müssen ja fahren, Witzbold. Wenden. Ich will ja nur zu dem Parkplatz, der jetzt eh nicht weit weg ist. So. Ich würde nur mal interessieren, wer da geschrien hat und um Hilfe gefleht hat. Weil irgendwas war ja dann. Aber ich habe niemanden gesehen. Das muss ich mir später mal genauer angucken. Aber ich denke, das war nicht das einzige Mal, dass sowas kommt. Deswegen schön den leidenden Pfeffer aufsammeln. Jetzt gehen wir nämlich in Richtung Refugium. Bei dem wir eh gleich sind. Hier oben ist es nämlich. Vielleicht sollten wir heute hier übernachten. Ich bin auch total alle. Die Idee ist ja klar. Ich habe ja nichts gemacht den ganzen Tag. Soll er mal das machen?
Lecker-Schmecker. Sieht gut aus. Nicht wirklich wie eine Makrele, aber hey. Stufe 10. Und Ignis ist auch Stufe 4. Und wir haben ein neues Rezept bekommen. Irgendwas mit Schnitzel, oder? Oh shit. Hat der gerade oh shit gesagt? Okay. Ja. Ah, endlich erwische ich dich mal. Das bist du doch, oder, Noctis? Dino hier am Apparat. Der Steinschleifer. Genau, der Steinschleifer. Wir haben uns schon viel zu lange nicht gesehen. Schaut doch mal am Galdinkai vorbei, wenn ihr Zeit habt. Okay, verstanden. Ich weiß genau, was der will. Der will nur, dass ich wieder was finde für ihn. Stört mir ja nicht. Aua, wieso bin ich jetzt schon in Epistase? Und weg bin ich. Haha. Schon wieder MP-Stase. Das kann doch nicht sein. SCS, yeah. Auf zur Regalia. Gibt es hier irgendwas zu finden? Vielleicht der da oben, das ist so auffällig. Nee. Und da drin? Nee. Sorry, Prompto. Der ist mir einfach irgendwie immer im Weg. Jetzt hier nichts glitzern. Deswegen gehe ich gleich mal weiter. Apropos, wartet mal. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn es so ist, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Like. Ich würde mich freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Part und tschüssi!